Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem weiteren Unboxing-Video und zwar zu einem Küchenhelfer. Um genau zu sein, ist das der KitchenAid Artisan Cook-Prozessor. Fangen wir an! So, da wären wir jetzt einmal bei dem KitchenAid Artisan Cook-Prozessor und während ihr dem Unboxing zuschaut, lese ich euch noch einmal vor, was der Hersteller zu dem Gerät erzählt. Multifunktionsgerät. Warum mehrere Geräte kaufen, wenn doch eines ausreicht, um ihnen bei allen Zubereitungen zur Hand zu gehen und dabei auch noch für eine aufgeräumtere Küche sorgt? Mit dem Cook-Prozessor können Sie kalte Gerichte im Handumdrehen zubereiten, er hackt Zwiebeln, zerkleinert Eis, schneidet Karotten, rührt Kuchenteig, püriert Säuglingsnahrung, schlägt Sahne oder knetet Pizzateig. Durch die automatischen Kochmodi verschafft er Ihnen mehr Freizeit, denn der Cook-Prozessor unterstützt Sie beim Gehenlassen vom Teig, beim Kochen von Suppe, beim Köcheln von Eintöpfen, beim Braten von Fleisch oder beim Dämpfen von Fisch und Gemüse. Das Gehäuse aus Spritzgussmetall, die Kochschüssel aus Edelstahl und die hochwertige Oberfläche sind Ausdruck der Robustheit und Langlebigkeit des Cook-Prozessors. Dicke Aluminiumkochplatte für hohe und exakte Temperaturen bis 140 Grad. Das perfekte Garergebnis basiert auf drei Bausteinen. Präzise Temperaturregelung von 40 bis 140 Grad dank des dicken Bodens, der Kochschüssel und einem Präzisionstemperatursensor wird die Hitze gleichmäßig verteilt. Das gilt auch bei hohen Temperaturen, sodass das Anbraten und Anbräunen von Fleisch und Gemüse mühelos gelingt. Stirassist, Rührer, die spezielle Formgebung wendet und rührt die Zutaten schonend, als hätten sie selbst am Herd gestanden. 4,5 Liter Kochschüssel, genügend Platz, um für bis zu 6 Personen zu kochen. Hier sieht man das Display, wo die Temperatur, Zeit und so weiter dargestellt wird. Oben links ist die Temperatureinstellung, welche mit dem Drehregler eingestellt wird. Darunter ist der Knopf für schnelles Rühren, es dreht dann einmal langsam. Darunter ist der Knopf für Impulsrühren, einmal auf der höchsten Stufe. Rechts oben befindet sich die Zeiteinstellung, darunter befindet sich der Start-Pause-Knopf, mit dem man einen kontinuierlichen Betrieb startet bzw. pausiert. Und unten rechts befindet sich der Abbrechen-Knopf. An der Vorderseite sind die verschiedenen Modi auswählbar und darunter ist der Schalter, um Umdrehungsstufen zu verändern. Es gibt einen Intervallmodus und dann noch Stufen von 1 bis 10. Dann kommen wir einmal an die linke Seite des Geräts. Da sieht man keine Schalter oder so, nur hinten halt diese Befestigungsmöglichkeit für den Topf. Dann hinten das Kabel und auf der rechten Seite hat man dann halt so einen Schalter für die Verriegelung bzw. Entriegelung des Topfes. Ja, macht soweit wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck, das Gerät. Sieht schön aus. Dann kommen wir einmal zur 4,5 Liter Kochschüssel aus Edelstahl, aber zunächst einmal zu der Mini-Schüssel mit Mini-Vielzweckmesser. Da sagt der Hersteller, wird in die Kochschüssel eingesetzt, um kleine Mengen zu hacken oder pürieren. Ja, hier sieht man eben diese Mini-Schüssel und dann den Kochtopf. Edler 4,5 Liter Edelstahl Kochtopf mit ergonomischen Griffen und Deckel mit Scharnier. Zum Zerkleinern und Zubereiten von großen Mengen jeglicher Art von Zutaten. Unten sieht man den Anschluss zum KitchenAid. An der Seite ist eine Kunststoffleiste zur Befestigung des Deckels. Ja, dann einmal alles wieder zur Seite gestellt. Und dann kommen wir einmal zu diesem Deckel. Der sogenannte abnehmbare Deckel, laut Hersteller, zum einfachen Einfüllen von Zutaten während des Kochens, sagt der Hersteller. Dann ist da noch ein Hinweis, Benutzung nur mit Deckelinnendichtung. Ja, und das ist halt ganz gut, dass man das Teil rausnehmen kann, um dann zum Beispiel das Teil zu reinigen. Hier sehen wir die Verriegelung und die Öffnung für den herausnehmbaren Messbecher. Ja, dann wieder alles zur Seite gelegt. Dann kommen wir zum oberen Garkorb. Die Garkörbe setzt man in die Kochschüssel ein. Sie sind groß genug, um verschiedene Zutaten gleichzeitig zu dämpfen.
Ja, und dann sieht man hier den Garkorb-Deckel und da drin ist dann halt noch so ein Aufbewahrungsbehälter. Jedes Teil an seinem Platz, sicher aufbewahrt, sagt der Hersteller dazu. Da sind halt diese ganzen Messer und so weiter. Das ist jetzt das sogenannte Vielzweckmesser. Schnelles und gründliches Zerkleinern, Mixen, Hacken und Reiben. So vielseitig und kraftvoll ist dieses Edelstahlmesser. Dann der sogenannte Stierassist-Rührer. Die helfende Hand, die ihre Zutaten fürs Abendessen perfekt vorbereitet, sagt der Hersteller. Dann ist da ein Schneebesen. Da sagt der Hersteller, das spezielle Design sorgt für beste Ergebnisse beim Schlagen und Rühren. Ja, wird sich auch nochmal zeigen dann. Ne? Dann ist da noch ein Teigmesser, das perfekte Gerät zum Mixen und Kneten von Hefeteig für Brot, Pizza und Pasta. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Dann alles zusammengelegt und wieder weggestellt. Und dann kommen wir zum nächsten Teil der Verpackung. Ja, da ist dann halt noch so ein schönes Buch. Das Kochbuch halt. Da sind halt Rezepte fürs Kochen, Braten, Schmoren, Dämpfen, Pürieren und Teigkneten. Insgesamt sind da 152 farbige Seiten. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, auch mit der Beschreibung des Geräts noch teilweise und dann eben halt mit vielen, vielen Rezepten. Sehr, sehr schön gemacht. Das finde ich ganz gut. Da werde ich auf jeden Fall auch mal das ein oder andere Rezept ausprobieren. Und dann kommen wir zum Einsatzgarkorb und da sagt der Hersteller, der Einsatzkorb dient zum Dämpfen oder Kochen von Fisch, Obst und Gemüse. Dann kommen wir zum Messbecher und da sagt der Hersteller, wenn Sie Ergebnisse wie aus einer Profiküche wünschen, müssen Sie die Mengenangaben aufs Gramm genau befolgen. Ja, das Teil wird in den Deckel gesteckt, ne? Hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Dann der Teigschaber zum Verteilen von Teigen, Cremes und Pasten und so weiter und so fort. Alles soweit bisher vernünftig verarbeitet, vernünftige Materialwahl, alles gut soweit. Aber das muss man für 700 Euro auch eigentlich erwarten. So, dann probiere ich das Teil jetzt hier auch einmal und ja, da hinten rechts ist der Einschaltknopf und dann hat man erstmal so eine Sprachauswahl beim ersten Start und oben links ist dann halt, wie gesagt, die Temperatureinstellung, die mit dem Drehregler eingestellt wird. Ich hatte zunächst einmal versucht, darauf zu drücken auf diesen Drehregler, aber da ist keine Taste, sondern tatsächlich nur zum Drehen. Dann darunter ist halt, wie gesagt, der Knopf für schnell rühren, dreht einmal langsam. Und darunter ist dann halt der Knopf für Impulsrühren, einmal auf der höchsten Stufe wird dann gedreht. Rechts oben befindet sich diese Zeiteinstellung, kann man auch mit dem Drehregler einstellen. Und ja, da sieht man dann halt das Teil blinken und dann kann man halt je nachdem die Zeit einstellen. Und darunter befindet sich der Start-Pause-Knopf, mit dem man einen kontinuierlichen Betrieb startet bzw. pausiert. Und unten rechts befindet sich der Abbrechen-Knopf, mit dem man halt Eingaben oder Auswahlen abbricht. Jetzt habe ich dann nochmal die ganzen Umdrehungsstufen ausprobiert. Es gibt halt einmal einen Intervallmodus und dann eben Geschwindigkeiten von 1 bis 10. Ne? Soweit macht das Gerät auch einen vernünftigen Eindruck in der Bedienung. Ich denke mal, ein bisschen sollte man auf jeden Fall ins Handbuch reingucken, um das Gerät zu benutzen. Aber eigentlich sieht es soweit recht leicht aus, würde ich sagen. So, ihr konntet jetzt einmal den KitchenAid Artisan Co-Prozessor sehen. Auf mich macht das Gerät einen richtig hochwertigen Eindruck. Das Teil ist sehr, sehr schön verarbeitet. Das Design ist schön. Ja, sollte man natürlich bei einem Preis von ungefähr 700 Euro auch erwarten können. Ich werde das Gerät demnächst mal ausprobieren, ein paar Gerichte damit zubereiten. Das werde ich natürlich auch filmen und dann hochladen. Und alles andere wird sich zeigen bei diesem Gerät. Falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss!